Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Effi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und ich habe heute eine besondere Technik für diejenigen unter euch, die gerne Aquarell malen. Und zwar ist es eine Technik, die nennt sich Knittertechnik oder Folientechnik und die ist besonders für diejenigen geeignet, die jetzt sagen, ach, ich will jetzt nicht unbedingt realistisch malen oder ich will besonders gut zeichnen lernen, sondern ich möchte eigentlich mehr Spaß haben beim Aquarellmalen. Und da ist es eine gute Technik, weil da könnt ihr entweder eure Fantasie freien Lauf lassen und irgendwas rauslesen. Und es ist eine Technik, die sich auch gut eignet, dass man zum Beispiel, wie jetzt bei mir, ich habe Weihnachtspapier davon drucken lassen, die man auch gut anwenden kann, um zum Beispiel Karten zu gestalten. Ja, und das ist eine recht leichte Technik und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Was ihr braucht für so eine Knittertechnik oder Folientechnik, das ist ein aufgespanntes Aquarellpapier. Ich nehme jetzt einen fertigen Block, dann habe ich die Mühe nicht. Dann braucht ihr Frischhaltefolie und da müsst ihr euch diese Bahnen, die müsst ihr euch vorher zurechtschneiden. Weil das Problem ist, dass die wahnsinnig schnell so sich ineinander falten. Und deswegen ist es günstig, wenn man sich ein bisschen größer die Stücke schneidet, als das Papier ist. Und sich das am Rand, na seht ihr, genau das passiert. Und sich das am Rand schon so zurechtlegt, dass man eben später nicht mehr das Problem hat, dass die sich ineinander verfängt. Dann sollte euer Kasten, sollten die Farben jetzt schön feucht sein und ihr solltet euch vorher schon überlegen, welche Farben ihr haben möchtet. Weil wir mischen jetzt da irgendwelche Farben auf dem Papier zusammen, aber das soll natürlich gut ausschauen und deswegen ist ganz gut, wenn man sich da vorher Gedanken macht. Was immer schön ausschaut, das ist, wenn man sich irgendwelche Grundfarben in verschiedenen Variationen zum Beispiel zusammenstellt, also zum Beispiel die europäische Palette, das Cadmiumrot, das Cadmiumgelb und das Ultramarinblau dazu, weil die Farben sich dann auf dem Papier ja vermischen und ihr nicht bloß die Grundfarben habt, sondern eben auch die ganzen Mischungen draus. Oder was mir sehr gut gefällt, das ist immer die sogenannte altmeisterliche Palette, wenn man das Indigo nimmt und die gebrannte Siena und den lichten Ocker, dann gibt es so gedämpfte Farben. Oder bei den Christrosen habe ich zum Beispiel das Preußischblau, das ist sowieso eine meiner Lieblingsfarben, das Preußischblau mit dem lichten Ocker und ein bisschen Gelb und auch mit gebrannter Siena vermischt. Also da müsst ihr halt euch vorher Gedanken machen, aber das ist die einzige Problematik dabei. Und dann geht das Ganze total einfach. Ihr macht euer Papier richtig gut nass. Das Beste ist, ihr nehmt das Schwämmchen. Wenn ihr keins habt, könnt ihr es auch unter der Wasserleitung richtig nass machen, also Wasser drüber laufen lassen. Ich mache jetzt nicht die ganze Fläche, sonst dauert es mir zu lang, sondern ich mache bloß so eine kleine Fläche. Das muss halt richtig gut nass sein. Und dann müsst ihr aufpassen, dass ihr die Farbe, dass ihr die richtig dick drauf tupft, dass das also nicht zu fein wird, weil die Farbe nämlich jetzt dann so verläuft, das kennt ihr ja wahrscheinlich aus den Anfängervideos. Und wenn ihr die bloß so fein verlaufen lasst, dann passiert es euch, dass hinterher nicht genügend Farbe auf dem Papier ist und dass das Ganze zu blass wird. Also ruhig, kräftig die Farbe auftragen. So, ich mache jetzt mal das Gelb mit dem Ultramarinblau meinetwegen. Und seht schon, da kriegt man jetzt so schöne Grüntöne dazwischen. Also man muss da keine Angst haben, dass das irgendwie zu einfarbig wird. Gut, und dann nehme ich jetzt noch die gebrannte Siena dazu. Das Rot wäre mir persönlich jetzt zu knallig. Und ihr braucht da überhaupt noch nicht viel gestalten, sondern halt einfach nur schauen, dass die Farbe so ein bisschen ineinander läuft. Und auch jetzt dann nicht mehr so hin und her mit dem Pinsel,
weil er dann eben auch die Farbe zum Rand drängt und dann kann es euch passieren, dass das alles zu schwach wird. So, und dann nimmt man diese Folie vorsichtig, dass halt nicht, so wie es jetzt bei mir schon passiert, dass die halt möglichst nicht verknittert und versucht die jetzt so vorsichtig drauf zu legen, dass die so ein bisschen Luft hat nach oben und dann mit der flachen Hand einfach drauf drücken. Und bitte vermeidet, dass ihr die Folie nochmal abzieht, weil sonst lauft die Gefahr, dass das die ganze Farbe mitnimmt und dass die dann nicht mehr auf dem Papier haften bleibt. Und da brauche ich jetzt noch das zweite Stück Folie und das kann man dann ruhig an ein paar Stellen so richtig kleinteilig machen, dass das auch von der Struktur her ganz unterschiedlich wird. Und wenn er dann sagt, so, jetzt passt mir das so, dann lasst er das Ganze jetzt trocknen. Und zwar mindestens 3 bis 4 Stunden, damit es richtig, richtig gut durchgetrocknet ist. Weil wenn ihr das zu früh abzieht, dann nehmt ihr die ganzen schönen Strukturen mit und dann müsst ihr das Ganze nochmal machen. Ich habe jetzt schon ein anderes Blatt vorbereitet, damit ich jetzt nicht so lange warten muss, bis das trocken ist. So sieht es jetzt dann aus, wenn man dann die Folie abzieht. Und ich habe jetzt da schon eine Blüte vorgezeichnet, die ich jetzt dann mit euch miteinander ausmalen möchte. Ich möchte euch aber noch eine andere Möglichkeit zeigen, was ihr auch machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel, das haben die Kinder bei mir in den Kursen immer wahnsinnig geliebt, ihr könnt zum Beispiel hergehen und in diesen Strukturen schauen, ob ihr da irgendwelche Figuren entdeckt oder irgendwelche Blüten oder wie jetzt bei mir diese Brücke. Und dann könnt ihr das mit so einem wasserfesten Tuschestift könnt ihr das nachziehen. Und das ist zum Beispiel, wenn jemand so, ja, zum Beispiel so Illustrationen für Bücher oder für Geschichten gern macht, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Technik. Ich zeige euch das dann auch da nochmal, wie man das miteinander verknüpfen kann. Was auf jeden Fall schöner ausschaut, ist, wenn ihr jetzt tatsächlich nochmal drüber malt und diese Teile rausarbeitet. Ich mag es halt so, dass ich bei dem Hauptmotiv immer innen diese Strukturen, dass ich die nochmal leicht lasiere und dann von außen diese kleinen Spuren negativ dagegen mal. Ihr könnt es natürlich auch umgekehrt machen, das ist ganz viel Experimentieren. Müsst ihr halt schauen, was euch gefällt. Ich mache jetzt mal mit dem Ultramarinblau von außen diese Spuren dagegen. Also überall, wo diese helleren Stellen geblieben sind, male ich von außen jetzt dunkel. Wenn nicht genügend stehen geblieben sind, dann könnt ihr durchaus noch welche dazu erfinden. Da jetzt zum Beispiel, wo dieses große Dreieck ist, da würde ich jetzt was dazu erfinden, damit einfach die Blüte besser zur Geltung kommt. Das merkt man hinterher nimmer. Das ist halt alles so ein bisschen Erfahrungssache auch, was jetzt da noch gut ausschaut und was nicht. Genau, und innen drin mache ich es dann umgekehrt. Ich habe da lichten Ocker gehabt und ich nehme da jetzt nur ganz wenig, weil das soll ja eine relativ helle Blüte bleiben. Und fahre da nur an ein paar Stellen jetzt nochmal so ein bisschen mit dem Gelb nach. Ich habe natürlich vorher schon gewusst, dass ich da Christrosen drauf machen möchte, weil ich das euch ja zeigen wollte und habe mir vorher schon überlegt, wo ich ungefähr diese weiße Blüte haben will und habe da eben auch beim Farbauftrag schon so ein bisschen drauf geachtet, dass ich da relativ viel Weiß lasse.
Und jetzt kann man diese Blattränder entweder mit so einem dunklen Aquarellton nochmal nachziehen oder aber, damit ihr das auch noch seht, ihr könnt das Ganze mit einem Filzstift machen. Was auch schön aussähe, das wäre, gerade wenn es ein weihnachtliches Motiv werden sollte, man könnte es auch mit einem Goldstift machen. Ich zeige es euch jetzt bloß noch mit dem wasserfesten Tuschestift. Der ist sehr, sehr dünn und dann schaut das Ganze halt auch sehr zart, sehr fragil aus. Da würde ich jetzt tatsächlich das mit dem lichten Ocker noch ein bisschen verstärken, weil mir da der Kontrast zwischen dem Blatt und dem Außen nicht hoch genug ist. Was man sicher am Schluss auch immer noch machen kann, das sind halt diese typischen Aquarellspritzer. Ich mache jetzt mal bloß ein paar, dass nicht zu übertrieben wird. Man kann sich dann natürlich endlos verkünsteln und da noch was machen und dort noch was machen. Aber ich denke mal, ihr habt das Prinzip jetzt soweit gesehen und jetzt könnt ihr natürlich eure Fantasie da freien Lauf lassen und daraus machen, was euch gefällt. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald!